Julian, willkommen zu meinem Frage-Antwort-Video. Mir wurden ein paar Fragen gestellt, unter anderem auch von ein paar Abonnenten, ein paar Facebook-Leuten. Und Frage Nummer 1 ist, wie ich zu YouTube gekommen bin. Ist eine kleine Geschichte, habe einen Kumpel über ein Netzwerk wiedergefunden. Dann hat er angefangen, ein bisschen zu zocken und zu quatschen. Ich habe Style gefunden, habe angefangen und seitdem mache ich das seit 3 Jahren mittlerweile auf YouTube. Und mittlerweile ja jetzt auch die Vlogs, ne? Wo auch mittlerweile dann jetzt mehr kommen wird. Ich hoffe, das kriege ich auch hin. Und ihr könnt mir auch sehr gerne hier Fragen stellen mit dem Hashtag, der jetzt hier eingeblendet ist auf Höhe meiner Eier. Und dann gehen wir jetzt weiter zur nächsten Frage. So, Frage 2 ist, was für mich der Reiz ist, YouTube weiterzumachen, was mich antreibt, es weiterzumachen. Das kann ich ganz einfach sagen, ich mache das seit 3 Jahren. Ist einfach ein Ausgleich, ist eine Leidenschaft, eine Kraft, die einen wirklich antreibt, immer wieder, wenn es nur 2 Leute sind, die das Video anschauen, zum Lachen zu bringen, dass sie was amüsiert, dass die, du ruhig, das meine ich auch, einfach, dass die was zum Schauen haben, dass sie ein bisschen Abwechslung im Leben haben. Das macht einfach richtig viel Spaß. Und damit geht's ab zu Frage 3. Auf geht's! Blätter auf dem Gehweg. Enten. Hier. Der Mikrofon. Miau. Appenmatsch. Wir haben jetzt hier gerade eine richtig schöne Runde Burger King gegessen und sitzt jetzt hier gerade am Auto, er mit seinem Skatemap. Wir suchen gerade noch den Skaterpark in Braunschweig. Wann ist gerade bei SC Valhalla, wie ihr jetzt hier gerade in diesen Ausschnitten seht. Ja,
Jetzt suchen wir die Skate, den Skatepark, den Außenpark. Gucken, dass wir da noch hinkommen, bevor wir sind. Genau, weil wir haben es jetzt, glaube ich, gleich 17 Uhr oder irgendwas. Und es wird langsam dunkel. Naja, und die nächste Frage ist jetzt nämlich, ob es demnächst von mir eine Roomtour geben wird. Ist so eine Sache. Zum einen, wenn ich es auf die Reihe kriege. Zum anderen, wenn ich eine bessere Kamera habe eventuell. Und zum anderen, wenn ich 300 Abonnenten geknackt habe. Dann wird es sie geben. Das ist nämlich das Special. Das habe ich mir schon ganz lange überlegt. Ja, und wir würden sagen, fahren jetzt mit irgendwas weiter. Auf dem Auto oder mit dem Longboard. Weiß ich nicht. Ich schwenke mal auf die Longboards. Wusha. Die Longboards. Longboards. Sein neues, extra für heute gebaut. Oh yeah, mit Fischi-Fisch. Mit fliegendem Fisch, bitte. Fliegendem Fisch, okay. Der fliegende Fisch. Und was sagt das Handy? Es sagt nichts. Sagst du stellt nicht. Sich quer. Quer. Stellt sich quer. Ja. Oh Gott. Und dieser Parkplatz ist einfach ideal zum Fahren, haben wir auch schon festgestellt. Es ist echt richtig, richtig schön hier. Vor allem, wenn man wie ich das Board einfach mal versehentlich unter Autos durchjagt und hofft, dass nichts kaputt geht. Naja, gut. Dann sehen wir uns jetzt gleich nach diesem kurzen Tag wieder. Leute, ich habe leider vergessen, einen Endclip zu machen. Ich werde im TS gerade zugeschrien, obwohl man diejenigen gar nicht hört. Ja, war ein wirklich sehr interessanter Tag auf Braunschweig und im SC Valhalla. Kann ich nur empfehlen, ganz ehrlich, kann ich wirklich nur empfehlen. Man sieht mich ja kaum, ich muss mal gerade. Ja, wo ist denn der Knopf? Wow, es wird hell. So, jetzt sieht man mich auch. Kann ich wirklich nur empfehlen, den SC Valhalla. Und ich werde gerade zugelabert, ich kann das ja mal zeigen. Ich bin jetzt hier nämlich gerade noch hier im TS. Moment, ich drehe mal die Kamera. Einmal, oh, jetzt muss ich meinen Bildschirm ausschalten. Geh aus, bleib an. So, da sieht man es. Ich bin noch mit das Lissi im TS. Und bin auch schon am... wo ist es? Bin nämlich auch schon am Schneiden. Ich bin schon voll dabei und so. Und mir ist halt aufgefallen, ich habe kein letztes Stück auf den Video zu legen. Man sieht er mich trotzdem. Ich bin so wunderschön. Naja. Und wie gesagt, ihr könnt mir ja sehr gerne mit dem Hashtag FragDatEnte Fragen stellen. Könnt ihr sehr gerne machen, fragt was ihr möchtet, egal was, dann werde ich es auch, sobald ich genug habe, aufnehmen. Und dann sehen wir uns wieder bei eins meiner weiteren Videos. Wahrscheinlich wird das dann das nächste Wochenende sein, wenn es wieder kommt. Wenn wir wieder eine Runde Longboard fahren gehen, weil bald habe ich auch meins. Ich kann jetzt nochmal ganz schnell hier mal ein kleines Bild rauskramen, damit man es auch schon mal gesehen hat. Das Ganze wird dann. Moment, ich muss hier gerade ganz schnell klicken. Das ist natürlich ein ganz komischer Bildausschnitt, aber das hier wird so Ausschnitt. Das hier wird mein Board. Ist ein Freibildboard mit dem Rückhaltlogo. Sieht eigentlich ganz nice aus. Wird auch ganz gut gemacht. Habe ich in zwei Wochen dann hier. Und dann sehen wir uns jetzt wieder bei eins meiner weiteren Videos. Bis dann, euer Roboter KLP. Mach's gut. Ciao.